In dem Eisenbahnwagen, der uns quer durch Deutschland von Metz nach Posen führte, saß ich dem rasch liebgewonnenen Kameraden viele Stunden gegenüber. Es wurde viel gelacht und geplaudert. Aus allen seinen Worten sprach ein reiner, klarer, gesammelter Wille. So wie er die Anmut des Knaben mit der Würde des Mannes paarte, war er ganz Jüngling und er erinnerte mich in seinem bescheidenen, selbstsicheren Lebensfrohsinn fast schmerzhaft deutlich an meinen jüngsten Bruder, der in den ersten Septembertagen in Frankreich gefallen war. Die paar Wochen Lehrzeit im Wartelager haben dem Wesen des Jünglings nichts gegeben und nichts genommen. Er wurde rasch nacheinander Unteroffizier, Feldwebel und Leutnant. Mit seinen Aufgaben fand er sich glatt und sicher ab. Und an den Verdrießlichkeiten und Kleinlichkeiten, wie sie der Friedensdrill mit sich bringt, ging er mit lässigem Hochmut vorüber. Einmal entschlüpfte auch mir, ich weiß nicht mehr über wen und worüber, ein verdrossenes Wort. Da schob er seinen Arm in meinen, sah mich mit seiner herzlich zwingenden Heiterkeit an und zitierte aus seinem Goethe. Wanderer, gegen solche Not wolltest du dich sträuben? Wirbel, Wind und trocknen Kot? Lass ihn drehen und stäuben! Damit war die Sache abgetan. Wir wanderten in den Sonntagmorgen hinaus zum Warteufer und sprachen von Flüssen, Bergen, Wäldern und Wolken. Es wurde Mai. Da zogen wir zum zweiten Mal hinaus. Die Zukunft war voller Geheimnisse und Abenteuer. Und aus dem Dunkel im Osten, in das sich die Lichter unseres Zuges hineinfraßen, wuchs der Schatten Hindenburgs. Der Zug fuhr ohne Halt durch die Mainacht, als wollte er Weg und Ziel nicht verraten. Nur hin und wieder flog ein Grell von Bahnhofslicht und überstrahltes Schild mit einem Stationsnamen an uns vorüber. Auf dem Bahnhof eines ostpreußischen Städtchens wurden uns von lachenden Mädchen Erfrischungen und Blumen ins Abteil gereicht. Als der Zug sich unter Winken, Zurufen und Gelächter in Bewegung setzte, da warf uns ein älterer Herr mit einem fast zornigen Gesicht ein Extrablatt zu. Wir fingen es auf und lasen. Italien hatte an Österreich den Krieg erklärt. Seit Tagen schon hatte man nichts anderes mehr erwartet. Es waren nicht wenige unter uns, die noch in Berlin darauf gewettet hatten, dass wir selbst an die italienische Front geworfen würden. Ein Weilchen war es still. Dann fielen harte, starke und laute Worte. Einer der jüngsten von uns, der noch nicht allzu lang der Sekunde entlaufen war, steckte das Blatt auf die Spitze seines Degens und winkte damit zum Fenster hinaus. Ein paar helle Mädchenarme winkten fröhlich und übermütig zurück. Der alte Ostpreuße in seinem schwarzen Rock stand unbeweglich und sah uns fast drohend nach. Der Bahnhof floh zurück. Die Menschen auf dem Bahnsteig schrumpften zusammen. Ein paar helle bunte Flecken, mitten darin ein schwarzer Strich. Mein Blick fiel zufällig auf Ernst Wurche. Er saß still in seiner Ecke, aber seine hellen, frohen Augen spielten mit der Maisonne um die Wette. Über die aufgeschlagenen Seiten eines Büchleins, das ihm auf den Knien lag. Es war sein neues Testament. Der junge Offizier ließ an seinen Glauben so wenig rühren wie an sein Portepee. Sein Glaube und seine Ehre, das gehörte zusammen. Ich hörte später einmal, wie ein etwas älterer Kamerad mit einer läppischen Bemerkung über sein theologisches Studium witzelte. Den sah er hell an und dann sagte er ganz ruhig und liebenswürdig, Theologie ist eine Sache für feine Köpfe, nicht für Klötze. Er verlor nie die Ruhe, auch nicht, wenn er grob wurde. Und er konnte vollendet grob werden. Ich habe einen Hass, einen grimmigen Hass und weiß doch selbst nicht recht auf was. Ich bin so träge, elend und faul wie ein abgeschundener Ackergaul. Ich habe einen bösen Zug im Gesicht. Mir ist niemand Freund. Ich will es auch nicht. Ich habe eine Wut auf die ganze Welt, in der mir nicht mal mehr das Laster gefällt. Und schimpfe und fluche ich oller Tor und komme mir sehr dämonisch vor.